begrüße Sie alle, die vielen, vielen Gäste hier ganz herzlich im Namen des Geografischen Instituts der Universität Bonn zur Verabschiedung von Detlef Müller-Mahn aus der W3-Professur für Entwicklungsgeografie hier an der Universität Bonn. Aber Detlef hatte um gute Laune gebeten, keine Panik, denn wir werden Detlef auch in Zukunft, und zwar als Seniorprofessor in unserer Mitte haben. Besonders begrüßen möchte ich neben den zahlreichen Weggefährten und Gefährtinnen natürlich dich, Detlef, dort, deine Frau Kerstin und euren Sohn Lukas, der das heute auch hierher geschafft hat. Nochmal, ja, herzlich willkommen. Schön, dass sogar ein großer Teil, der Familie da ist. A special welcome also to our guests from abroad, who took long ways to be here today, especially to Boniface Kiteme. Boniface, over there, from Kenya, who traveled the longest way and will later also say a few words. Welcome, Boniface. We are very happy to have you here the whole week, really. Außerdem freue ich mich natürlich sehr, dass auch Magnifizenzrektor Hoch gekommen ist, dort drüben, um dir, Detlef, heute die Ehre zu erweisen und sich sicher genauso wie alle anderen auf das schöne Buffet nachher freut. Ne? Vorher ist allerdings ein kleines Programm zu absolvieren, das uns unter anderem durch deine akademische Laufbahn führen wird. Bevor jeweils eine Person etwas zu den verschiedenen Stationen deines Lebens sagen wird, aber ein paar allgemeine Worte im Namen des Instituts. Ein Blick in deine zahlreichen Projekte und Publikationen macht deutlich, wie vielfältig du geforscht und gelehrt hast und dabei deiner Zeit schon immer voraus warst und Trends gesetzt hast. Also irgendwie funktioniert das hier nicht so gut. Das belegt auch ein Blick in Google Scholar, wo deine erste Publikation zum Thema Klimawandeladaption für das Jahr 1864 verzeichnet ist. Die von dir bearbeiteten Themen reichen von der Entwicklungszusammenarbeit und Politik über ländliche Entwicklung und sozialen Wandel, Armut und Migration bis hin zu Wasser- bzw. Wasserkonflikten, sozial-ökologischer Transformation und Klimathemen, um nur einige hier zu nennen. Dabei hast du verschiedene theoretische Zugänge erprobt und für die geografische Entwicklungsforschung nicht nur in Bonn, sondern auch national und international fruchtbar gemacht. Zum Beispiel in der Nexus-Forschung mit Konzepten zu Risiko und Unsicherheit und nicht zuletzt Future-Making. Aus Bonner Sicht ist die Einwerbung eines Sonderforschungsbereichs zum letztgenannten Thema auf jeden Fall der größte Erfolg und krönender Abschluss deiner Tätigkeit als Professor hier bei uns am Geografischen Institut. Geht. Unter dem Titel Future Rural Africa forschen seit 2018 Bonner, Kölner und afrikanische Kollegen und Kolleginnen gemeinsam mit einigen anderen zu afrikanischen Zukünften aus verschiedenen disziplinären und vor allem interdisziplinären Perspektiven. Als erster Sprecher und Spiritus Rector dieses SFBs ist es dir gelungen, sehr unterschiedliche Charaktere und Disziplinen sowie verschiedene Standorte unter einen konzeptionellen und das ist sehr herausfordernd, vor allem auch unter einen organisatorischen Hut zu bringen und damit tolle Bedingungen für die Forschung und auch für den Nachwuchs zu schaffen. Inzwischen ist die erste vierjährige Phase des SFBs erfolgreich evaluiert worden und der SFB Anfang dieses Jahres in die zweite Phase gestartet, mit vielen bewährten, aber auch mit einigen spannenden neuen Themen und Personen. Und ich weiß, dass du dir mit diesem SFB einen Herzenswunsch erfüllt hast, aber du hast damit auch Großartiges für die Geografie in Bonn geleistet, wofür wir alle sehr, sehr dankbar sind. Ja, ganz ohne regionale Bezüge geht es in der Geografie ja nicht. Deshalb auch dazu ein paar Worte. Deine Pendelbewegungen zwischen Bonn, Berlin und Bayreuth, übrigens alles Städte mit B, werden die anderen und Redner und Rednerinnen noch genauer thematisieren. In der Forschung spielte bei dir aber nicht B, sondern A die wichtigste Rolle. Denn regional hast du dich von Ägypten und dem arabischen Raum immer weiter nach Süden, in subsaharische Afrika, vor allem nach Äthiopien, Kenia und Tansania bewegt, nebenbei aber auch in Südkorea und in Europa
beide immerhin mit A am Ende und sogar in Bonn geforscht. Neben deinen Erfolgen in der Forschung darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass dir auch die Lehre immer wichtig war und ist und dass du mit deiner Kompetenz und deinem Engagement auch dort Maßstäbe gesetzt hast. Davon zeugen viele erfolgreiche Absolventen und Absolventinnen, von denen so einige ihren Arbeitsplatz in der Bonner Entwicklungsszene gefunden haben, zu der du immer gute Kontakte gepflegt hast und die du auch in der Lehre dann wiederum genutzt hast. Als Grundlage hierfür sind neben deinen Seminaren und Vorlesungen auch zahlreiche Exkursionen und vor allem aufwendig organisierte Studienprojekte in Afrika zu nennen, die du gerne in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, Studierenden aus Afrika durchgeführt hast, just gerade wieder in diesem Sommer hier. Du warst aber auch in Bonn mit Studis unterwegs und einer der ersten, der in der Covid-Zeit digitale Stadtexkursionen in Bonn und Umgebung entwickelt hat. Die viele frische Luft bei den vorbereitenden Spaziergängen zusammen mit deiner Frau Kerstin hat dich dann wieder auf neue Ideen gebracht. So hast du zeitgleich zur Antragstellung für die zweite Phase des SFBs mal ebenso nebenbei für das GIUB das hochinnovative Projekt Geomedial entwickelt und konzipiert. Das Projekt unterstützt die Digitalisierung in der Lehre und das wird inzwischen von der Universitätsleitung auch großzügig finanziell unterstützt. Ich denke, ich sage nicht zu viel, wenn ich dich einen Tausendsasser nenne. Immer neugierig und offen für Neuerungen, sehr kreativ und auch jederzeit für eine Überraschung gut. Neben dem SFB und deinen Tätigkeiten im Institut warst du auch an der Universität, aber auch in der Wissenschaftspolitik in verschiedenen Zusammenhängen aktiv. Ich sage nur TRA6, Afrika-Zentrum, Exzellenzinitiative, offener Brief zur Wissenschaftskooperation mit dem globalen Süden. Und wir Kolleginnen und Kollegen haben uns oft gefragt, wo du die ganze Zeit und Energie für diese vielen und vielfältigen Aktivitäten hernimmst. In Zukunft, als Seniorprofessor, wirst du noch mehr forschen, aber weniger lehren und freust dich schon jetzt darauf, die vielen Gremiensitzungen einfach so auslassen zu können, obwohl, wie man ja sieht, die auch nicht immer nur unangenehm sind. Also Corona hat irgendwie ja auch sein Gutes gehabt, ne? Aber dass du dich trotzdem darauf freust, das kann sicher jede und jeder hier gut verstehen. Uns wirst du allerdings mit deiner Erfahrung und deinen Inputs fehlen. Und wir freuen uns daher sehr, dass du uns als Seniorprofessor irgendwie doch erhalten bleiben wirst. Und wir hoffen natürlich, dass du dich noch das eine oder andere Mal einmischen wirst, um uns zu unterstützen und aktuelle Entwicklungen und Pläne, so wie bisher, kritisch zu kommentieren und zu hinterfragen. Daher sagen wir jetzt auch nicht einfach Tschö oder Farewell zu dir, sondern wünschen dir und deiner Familie einfach nur alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Abschließend möchte ich mich noch persönlich bedanken. Detlef und ich sind vor beinahe 10 Jahren etwa gleichzeitig hier nach Bonn gekommen und hatten dies vorab am Rande einer Tagung schon als glücklichen Zufall erkannt. In der gemeinsamen Zeit hier am GIUB haben wir viel zusammen diskutiert und geschafft und das ist bis heute spannend und fruchtbar und wird es hoffentlich auch bleiben. Du bist ein toller Kollege und auch ein Freund geworden, den, ich denke, nicht nur ich hier im Institut vermissen würde, wenn es die Seniorprofessur nicht gäbe. In diesem Sinne, Herr Seniorprofessor in Spe, wünschen wir vom GIUB, vom Geographischen Institut der Universität Bonn, dir von Herzen alles Gute und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Okay, dann darf ich übernehmen. Mein Name ist Sibylle Bauriedel. Wir haben es ja mit einigen Überraschungen auch aus dem Leben von Detlef zu tun. Ich bin Studentin gewesen bei Detlef Müller-Mahn 1990 bis 1995 und das war auch fast genau die Zeit, als Detlef wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FU Berlin gewesen ist und ich freue mich, dass Britta das organisiert hat, dass ich hier auch ein paar Worte sprechen darf. Und ich freue mich auch, dass Kerstin da ist und Lukas da ist. Für euch ist das ja auch ein Übergang, dass Detlef jetzt so ein paar Tätigkeiten verändert. Und ich hatte kürzlich mit Detlef
E-Mail-Austausch, als er wieder auf irgendeinem Flughafen in Dar es Salaam saß. Und ich hatte ihm angekündigt, dass ich mich vertieft habe in die 90er Jahre und mir viel aufgefallen ist, dass es doch auch einschneidende Veränderungen gab und dass mir immer nur wieder eingefallen ist, dass es doch, wenn ich an Detlef gedacht habe, große Kontinuitäten gab. Und Britta hat schon einige angesprochen. Mir fällt natürlich auch sofort ein, der Forschungsenthusiasmus und die Offenheit für neue Ansätze in unserer Wissenschaft und auch für neue Themen. Und darüber möchte ich ein bisschen berichten, dass es auch schon in den 90er Jahren das Merkmal von Detlef Müller-Mahn war. Vielleicht können Sie sich auch noch in die Zeit zurückversetzen. Detlef hat promoviert 1987 zu den Aulad Ali, Stammesgemeinschaft im nordwestlichen Ägypten, hat danach bei der GTZ gearbeitet, so wie sie damals noch hieß, und ist dann ans Zentrum für Entwicklungsländerforschung, der Titel hat sich auch stark verändert seit den 90er Jahren, Zentrum für Entwicklungsländerforschung bei Fred Lux, bei Fred Scholz, den ja auch viele von Ihnen kennen, war er wissenschaftlicher Mitarbeiter, 91 bis 96. Berlin, das war die Zeit, da sah Berlin noch ein bisschen anders aus als heute, Ende des Kalten Krieges. Berlin war zu der Zeit vor allem auch die Studierenden und die Universität stark geprägt von Protestbewegungen. 91 die großen Proteste gegen den zweiten Golfkrieg, Blut für Öl in der Nähe der Universität, war noch eine amerikanische Kaserne, die Studierende immer wieder aufgesucht haben. Das waren die großen Proteste gegen die Olympia-Bewerbung von Berlin. Berlin wollte 2000 Olympia veranstalten. Und kurz bevor Detlef gekommen ist, gab es auch ein ganzes Semester lang Streik. Also es haben überhaupt keine Lehrveranstaltungen stattgefunden. 91, das war so die Umgebung. Und dass es so viele Proteste gab, hat auch damit zu tun, dass das Studieren Anfang der 90er noch sehr viel anders war. Nämlich zum einen, wir waren nicht so eingepfercht in Studienordnung und die meisten haben das auch genutzt, auch sich zivilgesellschaftlich zu engagieren und wir mussten auch nicht so viel Geld aufwenden, also nicht so viel arbeiten, um die Miete zu bezahlen. Also Berlin in Anfang der 90er, als Detlef dahin gegangen ist, das war vor allem eine Stadt vielfältiger Proteste und auch Lebensexperimente. Und ich kann mich vor allem erinnern an die Veranstaltung, die Detlef Müller-Mahn gemacht hat, aus der Perspektive einer Studierenden. Ich habe auch festgestellt, Anfang der 90er, das war die Zeit, als wir noch nicht so viele Spuren im Internet hinterlassen haben. Also alle deine Veranstaltungen habe ich nicht mehr rausgefunden. Aber ich kann mich natürlich auch noch vor allem an zwei ganz maßgeblich erinnern. Und das war die Exkursion, die ich mit dir machen durfte nach Ägypten 1991. Und ich kann mich erinnern, die Veranstaltung habe ich zwar nicht besucht, aber das hat mich total beeindruckt. Du hast eine Lehrveranstaltung zu postmoderner Geografie angeboten. Das hatte ich Anfang der 90er Jahre noch nie gehört und war sehr beeindruckt, dass es auch Lehrende gibt, die sich mit Themen beschäftigen, die nicht genuin mit Geografie zu tun haben, was ich bis dahin unter Geografie verstanden habe. Das Zentrum für Entwicklungsländerforschung war ganz stark ausgeprägt auf die Orientforschung. Detlef hat vor allem die Forschung in Nordafrika vertreten. Theo Rauch ist auch hier, der auch in dieser Zeit tätig war an der FU Berlin. Finn-Simone Rettberg habe ich auch gesehen, die zu der Zeit auch mit mir zusammen studiert hat. Die können sicherlich auch noch ein paar Anekdoten zu der Zeit weiter beitragen. Ich möchte aber noch ein bisschen, weil ich weiß, dass du hast viele Exkursionen gemacht, aber dass du dich an diese Exkursion noch sehr gut erinnern kannst. Du hast in einem Promo-Trailer, den du gemacht hast, als du hier nach Bonn gekommen bist, hast du dich beschreiben sollen und da hast du gesagt, as a geographer, I always up for adventures. Und so habe ich die Exkursion auch in Erinnerung. Detlef Müller-Mahn hat die Exkursion alleine geleitet. Er war der Einzige, der Arabisch sprach. Wir hatten direkt am ersten Tag die Nachricht, dass unsere ganzen Buchungen storniert worden sind, weil das Reisebüro pleite gegangen ist. Das war so das Setting, in dem Detlef agiert hat. Und ich kann mich vor allem auch noch erinnern, dass wir hatten einen Bus gemietet, mit dem wir die ganze Zeit unterwegs waren. Wir mussten alle unser Bargeld zusammenlegen, damit wir den Bus noch bezahlen konnten. Und Detlef hat die ganze Zeit vorne gesessen und auf den Busfahrer eingeredet.
bis wir verstanden haben, dass er ihm die ganze Zeit auf Arabisch Witze erzählt hat, damit der Busfahrer nicht einschläft. Also vielfältige Tätigkeiten, die mit solchen Exkursionen verbunden sind. Und was ich auch noch stark in Erinnerung habe, ich durfte später ja auch noch Exkursionen mit Detlef Müller-Mahn machen, auch eine große Kontinuität. Ich habe das damals immer so ein bisschen als Initiationsritus der Geografie verstanden, was Detlef mit uns gemacht hat, uns einfach in Situationen gestoßen, mit denen wir erstmal überhaupt nichts anfangen konnten. Ich kann mich erinnern, dass wir dann plötzlich unterwegs waren bei Müllsammlern auf einem großen Friedhof in Kairo, dass wir mit einem Klemmbrett kartografieren sollten am Mittellauf des Nils und alle dachten, wir würden hier große Projekte bringen und dass wir uns mit diesen Situationen auseinandersetzen sollten, und das hat sich fortgesetzt bei späteren Exkursionen, diese Form von Geografie auch am eigenen Leib erleben. Mich hat Detlef Müller-Mahn auch dadurch geprägt, dass ich wegen ihm ein halbes Jahr in Syrien war. Ich wollte Arabisch lernen und wollte gerne, weil ich es ja mit ihm kennengelernt habe, nach Ägypten gehen zum Arabisch lernen, und Detlef hat gesagt, geh mal lieber nach Damaskus, das ist viel interessanter. Syrien ist ein kompliziertes Land, war damals auch schon geprägt, vor allem von Staatssicherheit. Und da habe ich sehr viele Erfahrungen auch zum Thema Initiationsriten der Geografie mitgenommen. Und was auch eine Rolle gespielt hat in den 90er Jahren an der FU Berlin, dass es sehr engagierte Studierende gab, heute auch. Damals waren sie aber stärker engagiert in Abgrenzung zur Geografie. Es gab als Folge dieser großen Protestbewegungen und der großen Streiks an der FU Berlin sehr viele autonome Seminare, die gab es auch in der Geografie. Es gab ein großes autonomes Seminar zur feministischen Geografie. Es gab eine Gruppe, die sich sehr lange mit Rassismus in der Geografie beschäftigt haben. Und da habe ich Detlef auch immer als konstruktiven Ansprechpartner verstanden, der sich mit neuen Impulsen immer offen auseinandersetzt. Ich möchte auch ein bisschen natürlich auf das, was Detlef eingebracht hat, in der Entwicklungsgeografie hier vorstellen. Da fallen mir vor allem Verbindungen ein, die Detlef immer wieder gebracht hat. Verbindungen zwischen angewandter und theoriegeleiteter Forschung, dadurch, dass er so lange auch bei der GTZ immer wieder tätig war, auch noch später, als er in Bayreuth und hier tätig war. Und diese Form von angewandter Entwicklungszusammenarbeit zu verbinden mit den aktuellen entwicklungstheoretischen Konzepten und Debatten, Verbindung auch von ethnografischen Methoden und sozialwissenschaftlichen Methoden und auch sein Beitrag, ich nenne es mal Abschied von der länderkundlichen Orientforschung. Und das war auch ein Anlass, dass ich mich in meiner Diplomarbeit, hieß es ja damals noch, genau damit beschäftigt habe, nämlich Orientalismus in der Geografie. Für mich war das der Abschied von der Entwicklungsgeografie. Und es hat auch mit Detlef zu tun, dass ich jetzt vor allem mit meiner Professur Entwicklungsgeografie unterrichte. Die Wege führen dann oft auch mit Abgrenzung wieder zu den Themen zurück. Zum Schluss möchte ich noch kurz was zu Detlefs Entwicklungsbegriff sagen, weil er da immer wieder darauf angesprochen wird, was ist eigentlich Entwicklung? Und ich habe mir ein paar Interviews von dir angehört, jetzt in Vorbereitung zu dem Tag, und ich hatte immer den Eindruck, das, was du zu Entwicklung passt, passt auch für dich als Person. Ja? Nämlich die, deine Antwort ist immer, Entwicklung, das ist keine einfache Definition, da gibt's nicht, das kann man nicht mit einem Satz definieren. Und was ich immer mitgenommen habe, und ich finde, das gilt für dich auch, dass du Entwicklung immer verstehst als ein Zusammenführen von einem eher konventionellen Verständnis von Entwicklung und einem sehr innovativen Verständnis von Entwicklung. Und das habe ich an dir auch immer geschätzt. Einerseits diese pragmatische Perspektive auf Herausforderungen der Entwicklung und gleichzeitig aber auch ein sehr empathischer Zugang zu dem Alltag von Menschen, die ihre Probleme eigentlich am besten beschreiben und definieren können und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich habe Detlef später wieder getroffen in Bayreuth, da hören wir gleich noch was von den Bayreuther Kollegen, und Detlef hat mich wieder in die Afrika-Forschung gebracht,
Und ich durfte auch hier mit Detlef in der Konzeptionierung des SFBs, der ja sehr erfreulich sich entwickelt hat, zusammenarbeiten und das mit ihm konzeptionieren. Und auch da, das war für mich immer das Spannungsverhältnis zwischen Detlefs Perspektive auf Future Making. Und ich habe immer gesagt, das muss man mit sozial-ökologischer Transformation zusammenbringen. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin, auch wenn du hier nicht mehr als Professor tätig bist, natürlich, Britta hat es schon angedeutet, dass der Forschungsenthusiasmus verlässt sich ja nicht deswegen, dass wir weiter spannungsreiche und sehr respektvolle und konstruktive und fruchtbare Gespräche zu den Themen führen können. Vielen Dank, Detlef. Magnificenz. So war das früher, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Detlef. Abschiede von verschiedenen, von verdienten und hochgeschätzten Freunden und Kollegen zu nehmen, ist nicht einfach. Es ist besonders schwer dann, wenn der zu Verabschiedende ein Vorvorgänger in dem Amte ist, in dem man selber einmal war, allein deshalb, weil es das eigene Verfallsdatum doch auf sublime Art und Weise sehr deutlich macht. Lieber Detlef, meine Worte zu deiner Verabschiedung heute sind mir vorgegeben dadurch, dass ich für den kurzen Zeitraum deiner ersten Professur hier in Bonn 1998 bis 2001 reden soll, ist auf deine Tätigkeit als Nachfolger von Eberhard Meyer damals eingehen soll. Du hast damals, und das war am 17.12.1998, das weißt du sicherlich nicht mehr so genau, zusammen mit Gernot Grabherr und deine Antrittseinladung absolviert. Und du hattest diese Einladung unter ein Motto von Oscar Wilde gestellt. Du weißt nicht mehr, was du da uns angetan hast. Das Zitat heißt nämlich: Es ist besser, eine feste Anstellung zu haben, als faszinierend zu sein. Ich würde sagen, angesichts der Tatsache, dass dies deine erste Verbeamtung war, ist das ein sehr pragmatischer, guter und nüchterner Ansatz. Aber mit dem Begriff des unterdrückten Faszinosums hast du damals schon tief gestapelt, denn auch damals warst du ja schon für uns attraktiv. Aber auch ich will ehrlich sein, was meinen Beitrag hier anbelangt. 10 Minuten über diesen kurzen Zeitraum deiner Tätigkeit hier zu sprechen, das überschreitet meine Fähigkeiten. So viel habe ich dazu nicht zu sagen. Ich würde deshalb lieber auf ein paar andere Punkte noch zu sprechen kommen, die dich betreffen, aber zunächst einmal darauf hinweisen, dass wir uns sehr viel länger kennen. Der erste Kontakt, ich nenne nur zwei Kontakte, der erste Kontakt, den hast du mir klar gemacht, als du mir neulich mal, also vor einem Jahr oder so, gesagt hast, du hättest dich bei mir mal beworben auf eine zeitlich befristete wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, wobei ich mich daran A nicht erinnern kann und B nicht weiß, ob das noch in Marburg war, war in Marburg noch oder schon in Bonn. Auf jeden Fall, du hast die Stelle nicht gekriegt. Sie hat ein Kollege von dir bekommen, der nachher hochrangig im diplomatischen Dienst verschwunden ist, aber du hast mich getröstet. Du hast mir nämlich gesagt bei der Gelegenheit, das war eigentlich eine ganz gute Entscheidung, denn die Alternative, die sich dadurch für mich bot, war sehr viel besser und hat sich bei mir ausgezahlt. Der zweite Kontakt war meine Mitwirkung bei deinem Habilitationsverfahren über die Felachendörfer in Ägypten, an der ich also ja zusammen mit Fred Scholz und anderen intensiv habe mitarbeiten dürfen und können. Und diese Arbeit, die selbst 1996 in Berlin zu Ende gestellt wurde, ist ja 2001 erst erschienen, also am Ende jener Zeit, die ich ja eigentlich betrachten soll. Aber da bist du dann schon nach Bayreuth entschwunden, 2001. In all diesen Jahren mit den Stationen GTZ, wurde schon erwähnt, Berlin, Leipzig, Bonn, ist der wissenschaftlich-geografische wie auch persönliche Kontakt zwischen uns dennoch nie abgerissen. Die wohl intensivste Phase stellte sich dann ein mit deiner Berufung hier nach Bonn als Nachfolger des von uns geschätzten und viel zu früh gestorbenen Hans-Georg Bohle. Hans-Georg Bohle hatte
mit seinen theoriegeleiteten und akribisch detaillierten Feldforschungen große Fußstapfen hinterlassen, die auszufüllen und weiterzuentwickeln seinem Nachfolger oblag. Du hast das überzeugend erfüllt, ausgefüllt und weiterentwickelt, das wissen wir alle. Und davon werden sicherlich auch andere nachher noch was zu sagen haben. Alles das liest sich sehr nüchtern in der vor vier Jahren erschienenen Chronik der Geschichte der Universität Bonn, wo Wilfried Schrenk dann diese Situation wie folgt geschildert hat. Ich zitiere: Ansätze zur Entwicklungsforschung, damit hatte er vielleicht, glaube ich, mich gemeint, baute seit 2004 der Hans-Georg Bohle zur renommierten geografischen Entwicklungsforschung in Bonn aus, welche seit 2013 von Detlef Müller-Mahn weitergeführt werden. Und da kommt ein wichtiger Zusatz. Er ist zudem einer der Träger des Magisterstudienganges Geography of Environmental Risks and Human Security, bei dem erstmalig eine im nationalen Hochschulbereich verankerte Universität und eine auf Völkerrecht basierende UN-Einrichtung, das United Nations University Institute of Environment and Human Security, institutionell miteinander verbunden wurden. Zitat Ende. Wie sehr du diese Funktion ausgefüllt hast, wird durch einige der Ansätze, die Britta Klacke schon angedeutet hat, deutlich ausgefüllt. Ich will das hier nicht wiederholen. Vulnerability Risk Research in Critical Human Environmental Interactions, Spatial Dimensions and Processes of Social and Cultural Development etc. pp. Mit welcher Konsequenz und mit welchem Erfolg diese deine Ansätze, die du zuvor sicherlich schon in Bayreuth praktiziert und entwickelt hast, in Bonn Wurzeln geschlagen haben, ist uns allen bewusst. Und es bleibt zu hoffen, dass diese Ansätze von zukunftsorientierter und die Interaktionen von Natur und Mensch betonender geografischer Entwicklungsforschung auch in deiner Nachfolge erhalten und weiter ausgebaut werden mögen. Worum es mir bei meinen Worten des Dankes und der Anerkennung geht, ist etwas anderes. Etwas zunächst marginal Erscheinendes und abseits von deinem wissenschaftlichen Mainstream Lokalisiertes. Und dennoch ist es etwas sehr Essentielles, das dein Werk und dein Wirken begleitet und abgerundet hat. Es sind zwei kleine und von einer breiteren geografischen Öffentlichkeit, Kollegenschaft kaum oder gar nicht wahrgenommene Statements, die du an entlegenen Stellen zwar, aber fachbezogen und wissenschaftspolitisch von großer Bedeutung publiziert und initiiert hast. Das erste ist ein Editorial, das du 2018 im Rundbrief im Zusammenhang mit der Entwicklung des von dir initiierten und sehr stark geprägten Sonderforschungsbereichs Future Rural Africa verfasst hast und in dem, wenn auch fokussiert auf den SFB zusammen mit Köln, international und fächerübergreifend und also sehr breit angelegt, sehr wichtige und für unser Fach verallgemeinerbare Aussagen gemacht hast. Die eine Formulierung, die ich mir daraus rausgezogen habe, lautet: Geografie, bezogen auf das SFB, aber auch allgemein, ist ein Schnittstellen- und Brückenfach, zugleich aber im multidisziplinären Wissenschaftsbetrieb unterrepräsentiert. Und dabei hast du dann ein paar Kriterien genannt, die diese unter mangelnde Repräsentanz und Sichtbarkeit verdeutlichen. Ich will sie hier nur nennen, weil ich sie für sehr kennzeichnend und wichtig halte. Es sind 5 Punkte, es sind nur mehr bei dir, weil ich will das mal nicht auf die Spitze treiben hier. Mangel an zündenden Ideen und innovativen Projekten. Anknüpfung an Vorarbeiten. Das heißt, Kontinuität und Konsistenz in Forschung und Lehre
von Instituten und Einrichtungen das, was du genannt hast, langen Atem haben, Fähigkeit oder Unfähigkeit zur Selbstreflexion und Selbstkritik. Das würde ich gerne manchem Kollegen mal näher erläutern. Altruismus, das heißt die Hintanstellung eigener Prioritäten zugunsten intra- oder interdisziplinärer Teamarbeit. Nicht selber vor sich so hinwerkeln, sondern vielleicht an das größere Ganze denken. Und Konzentration auf zukunfts- und problemlösungsorientierte Forschung statt, das spare ich mir jetzt, das wäre Publikumsbeschimpfung. Was hier für den SFB gesagt wurde von dir, gilt in Teilen oder gilt für das Fach Geografie insgesamt, in Teilen vielleicht auch für das Geografische Institut. Tatsache scheint mir zu sein, dass etliche dieser Desiderata, ja, ich höre es, ein grundsätzliches Problem des Faches und von allgemeiner Bedeutung für uns alle zu sein hat. Sie zu benennen, ist ein großes Verdienst. Sie zu befolgen und innerhalb der im Rahmen der benachbarten Scientific Community sie zu bearbeiten, scheint mir ein wichtiges Anliegen zu sein, statt bequemer individueller Hobbyforschung und oder billiger Anbiederung an Nachbardisziplinen, ohne deren entsprechende Resonanz überhaupt zu erfahren. Kurzum, Detlef, du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Zum Zweiten und Anderen, dein ebenso bemerkenswertes wie couragiertes Engagement im wissenschaftspolitischen Kontext. Es wurde schon kurz angedeutet, konkret meine ich dein engagiertes Eintreten, dein engagierter Protest gegen erratische Förderentscheidungen und Erwartungshaltungen von Förderinstitutionen wie BMBF, DFG und anderen Förderinstitutionen deutscher Wissenschaft, die du zu Beginn dieses Jahres publiziert und initiiert hast. Ich kenne wenige andere, eigentlich keinen anderen oder keine andere, die neben diesem wissenschaftlichen Engagement eine solche fächerübergreifend und wissenschaftspolitisch wichtige Initiative gestartet und durchgeführt hätte. Es ist nicht nur das Anliegen selbst, zeitlich begrenzte Impact-Forschung oft nur für 2-3 Jahre zu hinterfragen, sondern auch das Plädoyer für schnellere und nachhaltigere Förderungen und für längere Laufzeiten von Fördermaßnahmen junger Wissenschaftler jedweder Provenienz einzufordern. Ich habe dieses Statement damals mit Begeisterung und gern unterschrieben. Ich weiß nicht, wie der Ausgang ist, dazu ist es noch zu frisch, aber ich glaube, auch damit hast du Erfolg gehabt. Liebe Freunde und Kollegen, Kolleginnen und Freundinnen, damit das auch gendermäßig richtig platziert wird, meine Aufgabe, unserem zu verabschiedenden im Rahmen seiner 3-jährigen Testphase der Jahre 98 bis 2001 zu würdigen, bin ich sicherlich nicht gerecht geworden. Aber es war auch nicht meine Absicht, auf das umfassende und beeindruckende Oeuvre von dir als angehendem Pensionär, das Wort ist von dir übrigens, hast du mir neulich noch geschrieben, darauf will ich nicht einzugehen. Ich würde lieber sagen, als meinen akademischen Enkel zu ehren, ist mir ein wichtigeres Anliegen. Worum es mir geht, ist mit dieser kurzen Ansprache etwas anderes. Ich möchte deutlich machen, dass, und das ist mir ein wichtiger Satz, neben wissenschaftlicher Exzellenz, die du ja repräsentierst, der persönliche Einsatz eines jeden Kollegen und jeder Kollegin über die ihm oder ihr zustehenden Rechte und Pflichten hinaus zugunsten des Faches und eines Instituts von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der Institutionen und der Wissenschaft ganz allgemein ist. Und diese Extraleistung hast du, lieber Detlef, in herausragender Weise erbracht. Du hast dich um das Fach Geografie und um das Geografische Institut der Universität Bonn verdient gemacht und dafür sind wir alle dir mehr als dankbar und dass du noch 3 Jahre hast, freut mich ganz besonders.
Ich kehre zum Ausgangspunkt des Jahres 1998 und deines damaligen Eintrittsmottos zurück. Es ist besser, feste Anstellungen zu haben, als faszinierend zu sein. Dieser Aphorismus mag die Handlungsmaxime etlicher Angehöriger der Scientific Community sein. Du und dein Wirken allerdings mögen ein faszinierendes Vorbild für andere sein. Es lohnt sich, oder die alten Römer sagten dulce et decorum est, nicht pro patria mori, sondern für das Fach sich einzusetzen und dort etwas in Bewegung zu bringen, um dem Fach und auch den Institutionen, die dieses Fach mittragen, wie der Universität, Respekt und Anerkennung im gesellschaftlichen Kontext und auch in der Öffentlichkeit zu gewähren. Detlef, du stehst an der Schwelle zum Pensionärsdasein minus 3 Jahre noch, aber das ist in Forschung gezogen. Meine persönliche Bitte, bleibe dem GIUB erhalten. Es braucht Leute wie dich. Und ein persönlicher Rat zum Schluss an Kerstin und dich. Wenn es euch beiden in Bonn gefällt, ihr euch in einem guten Freundes- und Kollegenkreis hier wohlfühlt, erhaltet euch dieses gewachsene Umfeld und genießt es gemeinsam und noch viele gemeinsame Jahre. Macht es nicht so wie dein geistiger Urgroßvater oder was immer ich bin, der zwar in einer komfortablen Umgebung lebt, aber dennoch in einer kontaktarmen, auch akademischen Diaspora angekommen ist. Und das ist ad multos annos und Glück auf. Ja, meine Damen und Herren, nach Eckhard Ehlers zu sprechen, natürlich schwierig. Lukas, liebe Kerstin, lieber Detlef, wir kennen uns so lang. Es wird jetzt ein bisschen persönlicher, ich hoffe, das ist okay. Und die wenigsten wissen das hier, aber es muss einfach mal gesagt werden. Detlef hat mich 2-mal sitzen lassen. Ja? Einmal als Doktorand 2001, als du nach Bayreuth gegangen bist, und dann 2013, als es wieder zurückging nach Bonn. Ja, also Bonn, Bayreuth und zurück, das war ja, oder zumindest irgendwie ins Rheinland, das war ja eigentlich Uters und mein Plan, aber Kerstin und du, ihr wart ein bisschen zielstrebiger. So, und weil du mich ja, und den Uwe Singer ja auch, ne, wir saßen ja dann um die Ecke und haben den ganzen Ärger von Impetus abbekommen, alleine, weil du ja schon in Bayreuth warst, kann ich aber die ersten Jahre in Bayreuth gar nicht so viel sagen, abgesehen von meinen wenigen Besuchen aus Bonn während der Doktorarbeit. Und ich meine, das ist schon was Besonderes. Ja? Ich habe bei dir gesessen als suchender Doktorand, dann als Postdoc unter extremem Druck und dann auch als frisch berufener, staunender, ein bisschen ungläubiger Professor. Das ist schon was Besonderes. Also gut, also 2001, 2005 muss ein bisschen im Dunkeln bleiben, aber Michael Wegner ist hier. Wo ist er noch? Brigitte John ist hier. Also ich kann sie dann alle mit ihnen noch in Kontakt bringen, um dieses Dunkel dann zu lichten. Gut, aber dann ab 2005 hatten wir eigentlich immer eine gute Zeit in Bonn. Als ich ankam, warst du schon fest etabliert, fest im Sattel. Du warst engagiert in unterschiedlichen Programmen, Projekten. Dann ging die Exzellenzinitiative los mit BIXAS. Wir haben zusammen das Schwerpunktprogramm gemacht, obwohl du an dem Tag, als Deadline war, der Abgabe vom Antrag, bist du mit Kerstin Langlauf gefahren. Dann heißt es noch. Und ich habe da gesessen. Aber hat ja geklappt. Wenn wir uns die Geografie der Bayreuther Geografie anschauen, ne, also reduziert auf den Bürogang oder verstanden als Besucherdichte, ja, dann war das von einer ausgesprochenen Zentralität geprägt, weil, also mit Besuchern meine ich jetzt nicht nur Studierende, sondern natürlich auch Kolleginnen und Kollegen. Ob das alle gut fanden oder nicht, aber dein Zimmer war auf alle Fälle das Kraftzentrum. Du bist da der klassische Primus inter pares und darum wollten wir dich ja unbedingt hier in Bonn wieder haben. Das ist heute vielleicht ähnlich so, aber eigentlich nicht wegen Eberhard, du wirst mir verzeihen, sondern wegen Tanja Merkisch, weltbeste Sekretärin,
die du Gott sei Dank noch verpflichtet hast, bevor du gegangen bist und von der jetzt relativ viele Leute abhängig sind in Bayreuth. Deshalb staut sich's da wieder. So, und ich möchte das, was ich und viele von uns nach deinem Weggang jetzt vermisst haben, gerne in drei kurzen Behauptungen zusammenfassen. Also erstens, Detlef ist ein Kämpfer. Ja, also er kämpft ja nicht nur für Projekte, das Institut, für Stellen, Finanzierung, Doktorarbeiten, sondern er hat auch gegen eine Krankheit gekämpft. Und also 2009, wirst du dich erinnern, war kein gutes Jahr. Ja, und du hast mir damals nach Westafrika zu der Exkursion, die wir beide eigentlich damals zusammen machen wollten, geschrieben, dass du auf alle Fälle gesund wirst und dass du, weil du ja unbedingt zu meiner Antrittsvorlesung kommen musst irgendwann, und dann auch wieder zu der Abschiedsvorlesung. Antrittsvorlesung hast du geschafft. Meine Abschiedsvorlesung ist auch nicht mehr so lange hin. Dann gucken wir mal. Zweitens, wir haben Detlef vermisst als jemanden, der Risiken eingeht. Ja, also Risiko ist ja nicht nur eine seiner Forschungsfragen, sondern auch eigentlich konstitutives Element seines ganzen Handelns. Ja, also ständig geht Detlef Risiken ein. Bei Projekten, Publikationen, aber auch bei Betreuung von Qualifizierungsarbeiten. Und etwas, was wir beide sicherlich gemeinsam haben, ist, dass wir mit unseren einmal getroffenen Entscheidungen nicht lange hadern, sondern das dann auch durchziehen. Ob das immer gut ist oder nicht, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich beides. Drittens, Detlef war ein guter Chef in Bayreuth, aber mit deiner Art kamen auch nicht alle klar. Ja, also ich persönlich habe von diesem, wie ich finde, sehr produktiven Mix aus lockeren Zügeln, Fordern, Selbstironie, Ehrgeiz, Chaos, Strategie und aus Einbindung und Freiraum sehr profitiert. Aber was den Ehrgeiz angeht, da sind wir beide schon unterschiedlich. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich die W3-Stelle in Hannover abgelehnt habe, wie irritiert du warst. Vielleicht könnte ich statt Ehrgeiz auch Freude an institutioneller Macht sagen. Und diese Freude an institutioneller Macht, die habe ich so gar nicht. Du aber schon. Und ich sage auch nicht, gar nicht, dass das schlecht ist. Das ist gut. Denn sie hat erstens dir immer den Spielraum für deine Vorhaben verschafft, von denen dann auch andere eigentlich immer mehr profitiert haben als du selbst. Also Leute, die eine Stelle bekommen haben, Institute oder auch ganze Universitäten. So, und ich denke, was wir beide aber wieder gemeinsam haben, ist, sich selbst nicht immer allzu ernst nehmen. Ja, also ich denke, das stünde auch einigen anderen an der Uni ganz gut zu Gesicht, weil wenn wir ja ehrlich sind, wenn wir jetzt Mist bauen, ja, dann verliert jetzt keiner viel, viel Geld, niemand stirbt. Und das ist schon was anderes als in anderen Berufen. Und das wünsche ich dir auf jeden Fall auch für die Dinge, die du in Zukunft angehst, also dass du wirklich ab und zu mal innehältst und nicht alles weiterhin so fürchterlich ernst nimmst. So, und zum Schluss, Detlef, Sie sehen, bei mir ist ein bisschen kürzer, möchte ich mich auf jeden Fall bedanken. Ne? Also, ich habe, muss man auch mal so sagen, ewig lange studiert, ne? Beim Schmi, wo ist er, im Vordiplom durchgefallen, weil ich nichts zur Hauptterrasse sagen konnte. War dann gar nicht mehr an der Uni, habe schon gearbeitet, als du wieder zurückkamst nach Bonn, ne? Und du mir dann 30-jährig dann die Chance auf eine Doktorarbeit gegeben hast und dann auch die Chance für die Postdoc-Stelle. Ja? Also das ist eine Karriere, die ich machen durfte, die wäre heute gar nicht mehr vorstellbar. Und dafür, das sollst du auch mal wissen, bin ich dir sehr dankbar und auch dafür, dass du mich jetzt gar nicht mehr verlassen kannst. Vielen Dank. Eine Sache noch, Detlef. Dein Doktorvater, mit dem war ich in regen Kontakt, im regen Austausch. Er kann nicht kommen heute, du weißt Bescheid. Also Fred Scholz hat mir aber dieses wunderschöne Buch zukommen lassen, was ich dir jetzt weitergebe. Ich habe mal reingeguckt, Entschuldigung. Meine Großtat für die Geografie. Super schön gemacht, mit eigenen Zeichnungen. Übergebe ich dir hiermit. Und bitte noch einen Applaus für Fred Scholz. I can see everyone. Ladies and gentlemen, good afternoon. And thank you so much, Britta, for the warm welcome and introduction. And I can confirm to you that my stay here has been extremely fruitful. This has not only given me the opportunity to come and join you to celebrate this milestone achievement,
But has also given me an opportunity to reconnect with some of my very old good friends. I hope they're still in the room. Becca? I think he has left. And Marcus Nissen? And of course, Biram from the UK. I would like to take the next 10 minutes to share with you some few interesting observations about our friend, our colleague, Detlef. And as I was, you know, struggling to imagine what I'm going to say, you know, since I met Detlef some 15, 13 years ago, and we have interacted, we have had many few discussions during which we have had extremely interesting discussions. I always retreated back in my room if we are in a hotel, or back to my house if we are in Nairobi, and reflected and took notes and said, because I know this day will one day come, I'll keep them somewhere safe. And because I suspected he will also invite me to come and talk, these notes will be so important to constitute my speech. And then the day came, I was surprised. He gave me an invitation. And I was so much looking forward to coming and talking. And I think somewhere in a hurry parking to get to the airport, because the materials had kept them where I thought this is the best, safest place, I would never lose them, I forgot to pick them. Then I had to come. So from Saturday in the morning when I arrived, every time I remember something, I put down. Every time I remember something, I put down. And then I said, I hope I will not misplace them when the day comes. And that's what I've been spending time looking for. And luckily enough, I still have my few pieces of paper, which I have developed since Saturday. And these ones are going to fertilize my talk. Think of Detlef and his time and his work in and with Africa. What comes to your mind? You know, we were shown by Britta a photo of Detlef in his first professorial appointment in Bonn. And you look at that, you contrast it with the Detlef sitting here, they're slightly two different persons. I want you to go back and think of his first 5 years in Africa, and in particular, in Egypt, when he spent 5 years in the Western Desert doing his field work for his PhD, and later in the north of Egypt doing his field work for his habilitation. And before he went into these ones, he invested. This is very typical of him. He invested 2 years in a master's to study and learn Arabic. And I guess this was persuaded by the desire to avoid stories getting distorted when he's getting them from his respondents, so that he can directly engage the people he was discussing with during these two phases of his study. Such thoroughness is what I have seen characterizing Detlef for those 15 years that I have known him. Every time I sit and discuss with Detlef, it appears like opening a new chapter
extremely interesting, fascinating of a well-written, articulated book. I never get enough, and this is true. And that's why my questions to you are never ending, including today in the morning, we continued. Two decades ago, the story in the oasis, the stories with the Arab in Egypt, you know, shifted with the shift of its regional focus. And tilted to look at the sub-Saharan Africa. You see, having lived in his master's, in his PhD, in his habilitation with the nomads, he actually transformed to become a scientific nomad and ventured extensively in Sudan, in Ethiopia, in Kenya, and in Tanzania. And I'm one of the beneficiaries of this nomadism that he acquired along the way. Because in his trip to Kenya, we bumped into each other. And I tell you, it has been a story and a journey of mutual benefit. Two weeks ago, we spent time together with Detlef in the frame of the CRC Future Rural Africa. And so my reflection to you today is as fresh as those 2 weeks. Let's look at this regional focus, a change in regional focus, what brought through its involvement. And all this, we never sat, I have told you, that I listen and I take notes. It was not discussed or told in a scientific environment. It was always stories rolling and rolling, and it's a good storyteller. And that's a character of a wonderful teacher, a wonderful lecturer, and even a negotiator, because research, postal writing, is nothing negotiating between you and your potential donor. As a young professor in Beirut, 2001, when he got first involved in the CRC, I hope I remembered where there are mistakes. It's not me, it's because of my memories. In that period of time, he engaged in a study on local agency in global context in Africa, where he investigated the relations between Oman and East Africa and their economic implications. Listen to this. Other than the scientific revelations, the most fascinating story that I got from his time during that study was Detlef here, you know, spending so much time, days on, traveling around the streets, or the old streets, the narrow streets of Zanzibar on a bicycle. You know, I always wondered, because every time I came to visit Detlef, be it here or in Beirut, he's always telling me he's never taking a car, he's always on a bicycle. And I came to realize recently that he meant a long cycle. And I always then said, this character must be coming from so far, days and days in the streets of Zanzibar, looking for the old Arabs that had
remained when the rest of their population had migrated as a result of the 1964 revolution. It was a great experience with a bicycle in Zanzibar. In Ethiopia, he achieved several major projects, including one, a long-term investigative project that he did together with Simone. I guess Simone is here? Yes. Great. This project looked at risks or risk strategies of pastoral communities in the lowlands of Ethiopia. And there were so many others, like subsequently the looking at the politics of climate change, adaptation, and most recently participating in the international program on dams, irrigation and water, energy and food nexus that was funded by Belmont Forum. This, of course, are told to me as stories by Detlef. But behind the story reveals to you the huge contribution to the growth of knowledge, to the growth of science by him in Africa. This is great contribution. In the many years that I've collaborated with Detlef, I want to share with you my deep feelings about him. And I speak this with authority. The other things I would doubt if I'm sure of what I'm talking about. But this I say with authority because I have had about slightly more than 3 decades of a rich scientific or research collaboration with North or global North scientists and researchers and West. And therefore, I have enough basis to contrast or to compare what I'm telling you about him. I have found Detlef extremely a caring research partner, one who is extremely sensitive, cautious, and mindful towards his African research partners. I don't know how he behaves towards the you guys. This is him and us there. But because I've also spent a week with him now and very closely interacted, and looking back, if you're sitting at the front, look back. If you're at the back, you have advantage. Look in front there and see the number of people sitting to you. I mean, sitting with you here, and we can confirm this trait that he has exhibited to us in Africa, the same lives here in Germany and beyond. One very inspiring thing about Detlef is that he sees research partners not just as research partners. He explores and deepens his partnership relation to go into friendship, even transcend into the families of the people he is relating with. This is true, Detlef, just in case you do not know I was taking notes about you all through. You don't stop at the point of establishing research partnership. And I have tracked, it's not only myself, but it applies to all those partners that I know Detlef has had the opportunity to establish relationship with. He almost, you know, forgets that perhaps it's a PI or a co-PI,
and even starts to take care, you know, taking some personal responsibilities over, you know, sometimes our stupid behaviors. Thank you very much. On behalf of those characters that have had the opportunity and privilege to collaborate with you. This is unique. And it is because of this mutual respect, reliability. You know, very few people. I'm not reliable, by the way. I'll keep you waiting sometimes and I'll fail you some other times. This is a character that must and can only be treasured. Your reliability, you know, makes the partnership with the Detlef so natural, so pleasant, and human. And I guess after seeing the photo where he bumped into an elephant or a giraffe, you can see that good relation goes beyond human into nature. This care, this wonderful way of working, relating, is not only limited to his partners. It also goes to his students. Somewhere in literature about you, I've been reading so much, I noted that you have supervised over 40 PhD students. And a third of these are actually in the Global South, and especially in Africa. You need supervising students, be it at PhD or master's level, agree with me, because most of you here, this is what you're born to do. It's actually a calling, because it calls for special determination, commitment, time, you know, great effort, self-denial, and underline patience, because this is where most of us are defeated. A student brings to you his or her thesis, you look at it, and you think that student has not made any work, and throw it back, and you even would conclude by, you will fail. I had several course supervision with Detlef, and I want to single one out without naming names, where personally I was defeated and gave up. But he kept telling me, no, there's still something that this student of ours can deliver. And I told him, and this is true, please go ahead alone. And he did, and the students eventually graduated. That was not his graduation. That was because of the patience of Detlef, who insisted this student must do it and can do it. Thank you so much on behalf of such characters. Of course, not all the students are the same. In fact, he appreciates that he is always, or has always been, very happy with his African students. And now, the African students that are here and are related to Detlef, Giru, where are you? Stand up. Every time, look at that gentleman. Every time I'm talking, please, thanks. Every time I'm talking to Detlef, every time we discuss students, he's always talking about four students that have given him the best experience ever. And one of them is that gentleman. And there's another one who really I wished she was here. She's Sarah Kiragu. And another one, if I have not forgotten, Abdallah Salma from Sudan. And another one, million something, from Ethiopia. These are, I think, he has never declared that, but from the way he talks so lively about them, so happily about them, I have the impression that you are his model students. At one time he used one word, fabulous. So that is what you take home. And I want to tell the students
even outside those four, I noticed that Detlef is extremely happy wherever he learns that his students continue to maintain interaction. Don't be the cause of his not happiness. Please continue to behave in a manner that Detlef continues to be happy. I want to say the last word, which is my discovery this week and some few weeks ago. This is how I have come to realize our experience in discussions is wealth of experience, and appreciate the practical approach he gives to what development is. You know, we have interacted with people, discussed the topic development, and many of us, including myself, we always base our discussions on theories, you know, literature, completely different from what I've experienced with Detlef. He goes straight, practical, and I am always inquisitive. How do I explain this kind of, you know, experience? And he shared with me that he once was involved or worked with GTZ in Algeria for several years. And I think he acquired his critical mind about development, but also his deep understanding about what limitations there are, as well as what opportunities there are when we discuss development cooperation. I once was told, I am the director of a research institution back in Kenya. And some years ago, one of the board members was retiring. And the board chair told me to write a thank you letter for this board member. And I sat down, you know, artistically prepared a 1.5 page thank you note to the board member. And then I presented it to the chair. The chair was a professor of geography, but was a very critical mind as well. And he took that letter and he read it, underlined, and he almost was turning it red. He was the chair of the board, but some years before then he was my professor. So I thought now he has gone back to the days he was teaching me. And after he marked it red and suggested, you know, where to change, he told me, this letter is terminal. You are thanking him and wishing him happiness in his retirement. My chairman told me there is nothing like retirement. And I don't know how it is packaged here. He told me this gentleman is not retiring. He is simply turning another leaf of his life. And probably this might end up being the best leaf he has ever turned looking back in his professional life. Thank you so much. In the spirit of the Babylonian character of academic life, I'm going to do this in English now. Detlef, I was given a very difficult task today. Talk about your time in Bonn, make it short, funny, and most importantly of all, no gushing adulations. But I was very explicit about that. Especially that last part might be a bit hard for me. But most of all, I think it's particularly difficult for me to summarize Detlef's time here in Bonn when our time here together has actually just begun. So
Let's talk about the future then, shall we? While many people, I think, right now are looking towards the future with worry or even plain horror, I imagine that Detlef is approaching it with a thrill of anticipation. Like, no teaching, no board meetings, no speakership of the CRC, just research publishing and mango juice. This is at least what I imagine it's going to hold. So, as it turns out, that the fun part of academia begins when, in other careers, you would start thinking about retirement and getting your bingo cards in order, which makes me think that I may have chosen the wrong career path for myself, but only 30 years now for my fun part to start, so, yeah. But then I remember all the fun that we had during the traveling workshop now in Kenya and Tanzania, and I remember all the great projects that we are going to do research on there, the wonderful people and friends that we will be working with, like Boniface, for example. And when I think of that, I remember, or I think that the future doesn't look so bad after all, does it? I don't know, what do you think? Ja, danke schön, Theo. Und danke, dass wir die Gelegenheit bekommen, dir auch was zu sagen, als dein Mitarbeiter Detlef. Eine Rede zu halten zur Verabschiedungsfeier des eigenen Doktorvaters, kurz vor Abgabe und Verteidigung der eigenen Dissertation, vor versammelten Größen der deutschsprachigen Geografie. Ich kann mich an kaum eine Situation in meinem Leben erinnern, wo mehr Fettnäpfchen verteilt waren, die nur darauf warten, dass ich reintrete. Das wurde mir spätestens dann klar, als ich Rückmeldungen bekommen habe zu meinen Entwürfen für die Rede für Detlef. Die Reaktion auf einen der Entwürfe war, das klingt wie ein reines Loblied, als würdest du dich einschleimen wollen. Und die Reaktion auf den anderen Entwurf lautete, du weißt schon, dass der Mann seine Doktorarbeit benotet. Und da dachte ich, vielleicht schreibe ich einfach keine Rede. Obwohl ich natürlich über deine Zeit hier, Detlef, als sein Student auch viel Positives zu deiner Lehre insbesondere zu sagen hätte. Und stattdessen überlegen wir uns ein kleines Spiel für dich. So we prepared a game for you. And the game is that we will show you different pictures of some of your field trips in the last years. And you have to guess where and when they were taken. And if you win, the working group has a little gift for you. So the first picture reveals a facet of Detlef that maybe some of you are not aware of. His passion for sports cars. So where and when do you think was that taken? No, but close. Then it was in Tanzania, exactly in the city of Morogoro in 2019. A field trip together with René Vespa, who cannot be here today because he's traveling through Latin America. The next one is a bit easier. And it looks like a metaphor for something, even though I don't actually know what for. So when and where is this? That's why it's asked for. This was 3 weeks ago, and we one is Putin, and I don't know. Okay, 2 points for this. I think the next one is very difficult. Looks like potato harvesting. What was that? Any guess? The continent, at least. On a bicycle tour somewhere? Maybe you took a bicycle, yes, but it's in South Korea in 2009. Ah, there's a ginseng house. Okay. So thank you, Susanne Schaefer, for that picture. The next one looks like it might be a chess match between water bottles and Easter rabbits. But I have the impression it might be something else too. Do you know when and where this was? It must have been one of the works of maybe Ethiopia and Savannah, probably between the famous workshop between Afa and Isa, politicians.
Exactly. Very exciting. Exactly, yeah. Again, 2 points for that. Next picture was taken by myself, I give you that hint. And I was told when I surprised you doing that picture that it's the excursion fund lying on the desk there. But to this day, I still wonder where this money actually came from. Exactly, I think it was... Some of these old Kenyan shillings, which are no longer valuable. Yeah. Nobody told me that they were there. Exactly. All right. It's 2015 in Naivasha. And the last one, it might be a Cuban cigar you're smoking there, but I have the impression it might be something else. Do you know when and where this is? Extra points. Unforgettable. These are Botano bombs, so not very recommendable. One was dead, but it didn't taste very good. Okay, this gives an extra point, and I think Detlef has earned a round of applause for that. Wir haben auch von der AG ein Trikot. Wir haben es vorgestellt, dass da nichts in den Farben der Uniform unterwegs sein wird. Und auf der Rückseite ist eine Karte natürlich, als Geograf, von der alle Menschen denken werden, dass das deine Fahrradkohlen sind, die du bisher gemacht hast. Das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Das sind deine verschiedenen Forschungsstationen jeweils. Als kleine Erinnerung an deine. Also ich möchte hier mal mit ein paar Missverständnissen aufräumen. Senior Professorship heißt Hard Work. Das heißt nicht Mango Lassi oder wie war das auf dem Bild? Was wir von Ihnen erwarten, ist, dass Sie jetzt nochmal im zweiten Lebensweg nochmal richtig für die Universität, für das Institut, für die Institution denken, kreativ sind und die Transformation der Universität vorantreiben. Die Bilder, ich kann mich sehr gut erinnern, als wir über den Sonderforschungsbereich gesprochen haben, das erste Mal, dass jemand von mir erbeten hat, dass wir Geld geben für Autos. Das gab es nie. Ja, also Grundausstattung Autos. Physik, Mathematik, Chemie, niemand hatte bis zu dem Zeitpunkt Geld für Autos verlangt. Jetzt weiß ich, was für Autos das waren, die da... Das müssen wir vielleicht nachher mal klären. Ja? Und ich frage mich auch, wo dieses extra Budget hin ist. Ja? Das ist... Da muss ich jetzt doch mal genauer auf die Bilder schauen. Nee, also Spaß beiseite. Ich wollte Ihnen ganz herzlichen Dank von Seiten der Universität und persönlich natürlich auch nochmal sagen, ich konnte heute leider nicht die ganze Zeit dabei sein. Das liegt nicht daran, dass der Rektor so einen engen Terminkalender hatte heute, sondern es liegt daran, weil ich heute Geburtstag habe. Und deswegen, und soll vielleicht, ich sage es deswegen, weil ich Ihnen sagen möchte, auch von meiner Frau, herzliche Grüße auch an Sie. Wir haben ja im Kontext des neu berufenen Abenteuer ja, das ein oder andere eben auch zusammen unternommen. Und da haben wir uns sehr drüber gefreut. Ich soll Ihnen wirklich auch nochmal herzliche Grüße sagen und Ihnen alles Gute wünschen. Vielleicht aus meiner Sicht zwei Punkte, die mir noch wichtig sind, um auch nochmal eine andere Dimension für die Universität letztendlich aufzuzeigen. Ich selber bin Naturwissenschaftler, ich bin Entwicklungsbiologe. Ich musste häufig erklären, was Entwicklungsbiologie überhaupt ist. Und ich habe die Vermutung, dass die gedacht haben, das ist Entwicklungsgeografie. Ja, weil die Fragen, die entsprechend an den Entwicklungsbiologen gerichtet waren, also die habe ich dann so als eigentlich geografische Fragen interpretiert. Also ich bin also Naturwissenschaftler in der gleichen Fakultät. Wir haben aber nicht richtig überlappt, weil ich 2015 dann ins Rektoramt gewählt worden bin. Sie sind ja 2013 gekommen, das heißt, da war kaum Überlapp. Und ich hatte Erinnerungen, das darf ich vielleicht in Richtung Altrektor Wieniger auch sagen, der hier ja auch bei mir sitzt, und Professor Ehlers, der auch Prorektor war, sehr lange für die Universität, dass eigentlich die Geografie
immer in der Mathematikfakultät eine Randposition innehatte. Und zwar deswegen, weil es, und das ist meine persönliche Wahrnehmung, weil es eigentlich ein Querschnittsfach war und vielleicht immer noch ist. Und das trifft vielleicht nicht für alle Bereiche zu, aber für viele Bereiche. Und wir sind einfach gewohnt, dass man aus der Disziplin heraus quasi auch Stärke erzeugt und waren damals und glaube für viele Jahre, und das ging nicht nur Bonn so, eigentlich nicht so dran gewöhnt, dass man interdisziplinär arbeitet, von den Politikwissenschaften über die Sozialwissenschaften, ja, also Entwicklungspolitik und dann natürlich auch zu den harten Naturwissenschaften, Physik, Chemie, also einfach so ein ganz breites Spektrum hat. Und ich glaube, es hat sehr lange gedauert, bis die Universität auch erkannt hat, was für ein tolles Fachgebiet sie hat, welche tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Bereich. Und ich kann sicher sagen, dass es für mich auch gilt. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass als der Studiengang Risk Management mit der UNU gegründet worden ist, vorher ist Gott kurz darauf eingegangen worden, war ich sehr skeptisch in der Fakultät, 15 Jahre her, und konnte mir nicht vorstellen, warum man jetzt einen Master of Risk Management machen kann, was das bedeutet. Aber ich glaube, die Zeiten sind so, und das hat sich natürlich auch schon früher angedeutet, dass die Geografie jetzt vom Rand ins Zentrum gerückt ist. So würde ich das interpretieren, und auch, denke ich mal, das hat sich auch durch die Zeit durchgezogen, in der Sie jetzt hier sind, weil es Ihnen gelungen ist, zusammen mit den Kölner Kollegen, und das bedeutet was, gell, dass man da auch die Zusammenarbeit über die Institutionengrenzen mit Köln dann auch etabliert, dass es ist Ihnen gelungen, eben mit anderen zusammen, aber federführend einen Sonderforschungsbereich zu etablieren. Und das hat zusätzlich zu dieser Bewegung, zu dieser Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit, die uns alle als Gesellschaft ja in den letzten 10 Jahren und besonders in den letzten 5 Jahren nochmal auch beschäftigt hat, hat das dazu geführt, dass die Geografie plötzlich eben auch, wie die anderen naturwissenschaftlichen Fächer, letztlich auch in der Fakultät an Bedeutung gewonnen hat und für die Universität auch. Wir haben einen großen Schwerpunktbereich gegründet, die TRA6, ist vorher auch erwähnt worden, Sustainable Futures. Und ich denke, dass Sie großen Anteil an dieser Entwicklung hatten. Ja, und natürlich mit anderen, die schon vorher auch sehr intensiv daran gearbeitet haben, Kollegen wie Joachim von Braun vom CEF, Katharina Hornitsch, die ja auch hier ist, vom Eidos jetzt, ja, dem neuen Institut und so weiter, also die Umgebung hier, die 25 UN-Sekretariate und Agencies, also eine besondere Konstellation, aber für die Universität ist diese Entwicklung eben erst so in den letzten 10 Jahren eigentlich wirklich so erfolgt, ja, und der Sonderforschungsbereich hat sehr, sehr stark dazu geholfen, beigetragen, dann diese Entwicklung voranzutreiben. Also das quasi, was die Strukturentwicklung anlangt. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass natürlich das Institut und der Fachbereich neue Möglichkeiten hat. Wir haben durch die TRA-Entwicklung natürlich auch Ressourcen. Es gilt, darüber nachzudenken, wie wir selber die Universität neu gestalten. Und genau da setzt das an, der Anfang meiner Rede eben. Ich glaube, wir brauchen Sie als Senior-Professor, um da beizutragen, auch uns ja, kreativ in die Zukunft zu entwickeln und zu überlegen, wie wir eben auch unsere Schwerpunkte gestalten. Und das meine ich wirklich jetzt im Ernst. Ich erinnere vielleicht daran, dass Seniorprofessionen auch verlängert werden können, Frau Klamm. Ja? Also so an diesem Punkt, ja, je nachdem. Ja? Also wie die Situation sich gestaltet. Ja, ja. So, jetzt vielleicht noch was Persönliches. Sie sind streng, das ist noch nicht erwähnt worden. Gell? Also Sie sind ein Kämpfer, ich glaube, das kann ich auch absolut sagen, für die gute Sache. Sie sind auch Pionier. Sie waren der Erste, der die Stipendien für afrikanische Postdocs eingeführt hat. Die DFG, die hat sich die Augen gerieben, gell, und fand das wirklich eine ganz großartige Sache. Und wir auch, wir haben Sie dabei unterstützt, aber Sie haben sich das überlegt und das ist toll. Und auch wie der Kollege aus Afrika, Boniface Kitemeh, genau auch, like you said before, you know, I think it's what I like about Herr Müller-Mahn is mostly because he does not have the Eurocentric view that we have often. We often have a very Eurocentric view in all what we're doing now. If you think about the crisis, the problems that we have, the energy crisis, and so, you know, people are not really aware what they're doing to other countries, right, in the world.
and therefore I think this is one of also of the major aspects that he has brought, you know, into the university, to look a little bit across Europe and into the world and think about, you know, how we could initiate change that would not only contribute to us, you know, in a way as a you know, as research, to our research, but how other countries, in particular African countries and colleagues, could profit from this research because they are involved. They're not just objects, you know, that people are researching on, but they are basically the colleagues that contribute to the research, you know, that is done as a joint enterprise, right? And this is what he has been brought to the university, and this is why I like this too, and I think we have to continue this. So wir müssen das auch in die Zukunft noch weiter bringen, und wir wollen ja gerade in der Exzellenzstrategie das Thema globaler Süden und globaler Norden, ja, wir haben über diese Begriffe ja gesprochen, wie gut die sind oder nicht, das wollen wir ja in die Zukunft führen. Also, many thanks from the side of the university and personally for your achievement and good luck for the tedious future in this institute. Okay, thank you very much. Wie jetzt viele von Ihnen wahrscheinlich schon mitbekommen haben, war Herr Müller-Mahn mit uns jetzt in der letzten Zeit drei Wochen in Kenia und da noch ein paar Impressionen davon. Kwa majina ni yani? Nakujua. Na niko na marafiki. Are you listening? This is Ari Kiyoko and I'm Detlef Müller-Mahn, professor of development geography at the University of Bonn. And in my research, I was always very fond of collaborating with partners in the Global South. So this time, Eric and me are actually running a project together, which is part of the Collaborative Research Center. My name is Eric Kiyoko. I am a social anthropologist. I'm having studied at the University of Cologne. And now I'm currently working at Pineto University and at the University of Bonn again. What we're doing here is something new. We are teaching a course with students, some of them sitting here in this room, some being at home, and some being some 4,500, 5,000 kilometers away. Doing something like this may be extremely exciting. It's something new, and it brings us into a new quality of learning. This concept of translocal learning actually emerged over several years. I've done this kind of joint field schools already a couple of times, and now under the impact of COVID we realized that we could do this in a much more systematic way, doing the course together from the very beginning. That is the idea of translocal learning. So we are learning is no longer attached to one particular place, but you can do it anywhere in the world. And that's what we did. So we did a joint Zoom-based preparatory seminar for the German and the Kenyan students together. And then the Germans traveled to Kenya to meet their Kenyan colleagues. And then after the excursion, we zoomed into the area where we did our research, the study, together in order to learn how much fun it is to work together in interdisciplinary but also in intercultural teams. We are trying to make the best out of these different words, to make the word something like a pluriword, different perspectives which complement each other and which help us to learn something about different approaches to topics and problems. What we did here was a combination of two courses. One was a seminar and then the excursion. So the field school actually is not really part of this program, but personally I believe this is the key of what we did. That's where students from both sides profited most. And this might be something to be improved a little bit more in the future, so that it could also be included in the curriculum. I hope that is not an advertisement to the company. This is something exciting, even for the students. And we also get to learn a lot and to practice the theory that we have been learning during the seminar. One of the things that our perspectives about research, people look at research in formal academia, underlining the importance of research fitting into development and also other innovations, policy, practice and all that, this becomes very important. There are a lot of prejudices about Africa, about our communities, about our environments, and therefore when you are
in this kind of a context, you are able to understand and to see things the way they are. I look at the whole group as pioneers or people who will be able to propagate the research findings, help in development, but also contributing to global debates. Mixing them up brought another interesting perspective, that there is cross-learning, intercultural exchanges, and also the disciplinarity behind it, that people from different disciplines, the complementarity of these disciplines was quite key. All on the bus. Right here on top of the one of the highest buildings of Nairobi to take a look at the city in the dust. The population of the colonial city from the very beginning was a mixed population. So Nairobi was once a forested area, and the occupants then were the hunters and gatherers. We call them the Dorobo. So essentially, Nairobi for some people belongs to the Maasai. There's no big difference between the Dorobos, because there was a lot of exchanges of livestock, and the so-called Dorobos, the hunter-gatherers, became Maasai. We have almost every ethnic group represented. How does a city that was designed for about 500,000 people, how is it able to carry more than 5 million people? So that is a question that baffles everybody. You notice that for them to be able to do their business, then there's a lot of calculation and a lot of negotiation of space. Another aspect of urban anthropology you notice is there's a lot of something we call formal informalities. So things that are informal that are more or less become formal or formalized. So Nairobi is an example of the poorest and the richest. It's not enough to look at places just from the top, but you have to go there, you have to dive into the environment. And here in Kibera, this is where we make magic. Here in Kibera, this is the largest slum in Africa, you know. We used to have South Africa, Soweto. But now people, you need to know about Kibera. I never went to university. I was just a ghetto boy here riding motorbike. And then I got this opportunity in this organization of producing music, you know. And we dry it up to 3% moisture content. We have smaller sizes, larger sizes, we have half nuts, we have whole nuts. So all these categories have to be sorted differently. Our intention is to continue empowering our farmers, and we cannot do that if we don't purchase what they're producing from the farm and if we don't handle it properly. All the knowledge I had, I brought it here to this small farm of mine, so that you, who is interested in doing farming, don't say that you don't have water. You know, in Kenya, most of the people, they are running closer to the river so that they can do proper farming. This, imagine now, this is our field. Greenhouse is one, and an open field. So you use the solar, because it is not all of us who has the power. And also, as a small-scale farmer, we are trying as much as possible to run away from the cost. We pump that water through the filter and then to the pipes. It is ourselves who have created all those problems. Okay? Yeah, you're right. So, to reduce that problem, we need to advise our people. Try and harvest your water.
The only thing we need as a farmer to be is only to be smart here so that you don't die. So when you are finished your school, go back to the farm. Something. Tea is one of the cash crops. Despite the fact that tea and coffee has been affected, the prices, and forcing farmers to abandon the crop. But for tea, it is the prices are a bit stable. I am Julius Kali, PBT. I'm the chairman of Tima Water Resource Users Association. Yeah. This is an association which is officially registered with the government. When the river has the minimum water to cater for subsistence, as for domestic, livestock, and ecosystem. And this is the prioritization. And this is when the river comes in handy, because this is the most critical period when the downstream people don't get water. What mostly we get to do, we have programs. Each zone has its own program for rationing, where people tend to ration their water depending on the quality of water, the quantity of water. So there must be a negotiation for this critical moment. When do we get water and for what purpose? There is a point whereby the crop is not as important as human beings and livestock. So this is the most critical moment for the grassroots institutions to agree and to see what happens. To manage that, we have stationed several of our members, the rural members, in different places. The underlying key problem of growing water demand uphill and the people down here being cut off from the water is unreserved. It's a political problem. What you do see here is an economic activity, sand harvesting. That's a major business, which is very destructive. One advice I would give, don't be afraid. The world is friendly, because you meet friendly people everywhere, and that's what you've seen. So these personal relations and friendships are the basis for collaboration. That's the first thing. The second thing as an advice would be, the world is just so exciting. So don't hang around at home, but go somewhere. Try to get to know places, but go there. The last tip I may say is that you need to continue this kind of a network that you have started between the Germans and the Kenyans, because this is the future. I am happy today. So happy. I am happy today. So happy. Fake friends apantambua. Nope. Na ikifika weekend wanantambua. King wa sherehe na tokianga nimeiva. Na ma painting safi safi wameiva. Lot kulipok, lot uchomeliva. Mbono kwen shock. Writer kupita man mabangi mekuchoku mekwa mblaka lupita. Pointi marangi redha ndia likuwa na pita. Ingoma ni noma, inanifanya nisike kudance. Ini kiboko yao, samante niko na mapatika. Kando ni maden, kiboko yao, ni noma. Inanifanya nisike kudance. Summertime, Nico, summer party, come, kando ni magen, kiboko yao. I'm happy today, so happy. I am happy today, so happy. Sisi ni walevi, sisi ni walevi. Tunapenda kamyweso, tunapenda kamyweso. Fura, nikuwa na marafiki, fura. Bia yoyote atuogope chochote au tununue iba yote gudile wedo tamurata stupendana tukiwa maji ata bila ganji na japani digitali unaona mbali
Well, I had my favorite place for mango juice right now in Naivasha, but I learned today I didn't get it any longer because they said the season is over. So we have to wait for another year maybe. But of course, if you're on your way to Nakuru, Delamere, they have the best mango juice. Was ich noch sagen wollte. Ich bin sehr dankbar dafür, bei den freundlichen Worten, die wir eben hatten, dass alle Sprecherinnen und Sprecher sich bemüht haben, jetzt nicht so den Charakter einer Beerdigung aufkommen zu lassen, denn Verabschiedungen haben manches Mal so ein bisschen diesen Charakter, dass man so das Gefühl kriegt, naja, man setzt da jetzt jemandem den Stuhl vor die Tür und diese Person sieht man irgendwann dann jetzt nicht mehr wieder. Also so ist es nicht gemeint. Deshalb, meine Wortwahl auch war nicht Verabschiedung, ich weiß gar nicht, wo der Begriff herkommt. Meine Wortwahl war, das ist eine Abschiedsfeier. Und das mag jetzt so ein bisschen semantisch spitzfindig klingen, für mich ist das ein Unterschied. Also ich nehme meinen Abschied von einer Reihe von Dingen, die ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer gemacht habe, aber ich nehme den Abschied, und zwar aktiv. Bei einer Verabschiedung, das ist was Passives, da wird jemandem gesagt, vielen Dank. Und das war's dann. Also ich meine das durchaus aktiv bei dem, was ich sagen wollte. Und ich wollte etwas sagen zu drei kurzen Punkten. Erstens mal muss ich ganz kurz noch kommentieren zu den vielen sehr freundlichen Punkten, die wir eben gehört haben. Also das halte ich jetzt sehr kurz, denn der Geruch des Buffets dringt ja schon nach oben und das will ich nicht zu lange aufhalten. Thank you very much to these different descriptions you have given, Boniface, where are you? Over there. This sounded like a happy success story. And it only did so because you were all so kind, Boniface, including you, to omit all the mistakes, the failed project proposals, and also the hardships that were along the way. So I just want to mention, it wasn't always easy. And being a spokesperson of a collaborative research center, Rector Herz mentioned that, is a lot of fun to some extent, but it also means you are making some new friends, but you're losing a lot of friends. This is not easy, and it's not pleasant to do so. And I'm very glad that Britta Klagge now took over that function. I will no longer do that. I'm just there as an observer and perhaps as an advisor, if you like. And all these unpleasant things now are over to you, Britta. I'm very glad you're here. Hardships, and here I switch back again to German, hardships, das betraf nicht nur mich alleine, denn ich bin ja letzten Endes bezahlt worden für den Job, den ich da gemacht habe, sondern das betraf viele Menschen um mich herum und ganz besonders meine Familie, meine Frau. Ja, Kerstin nickt. Das war nicht immer einfach mit mir, das auch so zu tolerieren und irgendwie, ja, letzten Endes blieb ja auch nichts anderes übrig, weil das mein Job gewesen ist, bis hin zu solchen ganz vielleicht trivialen Dingen, also diese Umzüge, die wir hatten. Und ich darf das vielleicht zitieren, 1998, als ich den ersten Ruf nach Bonn bekam. Meine Frau, muss ich dazu sagen, ist eingefleischte Berlinerin, also nicht nur Berlinerin, sondern aus Prenzlauer Berg. Das ist mal was ganz Spezielles innerhalb von Berlin. Und der Kommentar von Kerstin damals war, als sie hörte Bonn, dass sie sagte, ich ziehe doch nicht auf irgend so einen Kaff in Westdeutschland. Und der Begriff Kaff, muss ich dazu sagen, der bezog sich nicht nur auf Bonn, sondern auch auf Köln. Also Köln war aus unserer Sicht so ein bisschen noch die Alternative, also eine richtige Stadt außerhalb von Bonn. Kerstin, ich bin ja sehr dankbar dafür, dass du damals nach einem Jahr, also so lange hat es immerhin gedauert mit der Überzeugungsarbeit, dann tatsächlich mit unseren vier Kindern nach Bonn mitgezogen bist. Aber, muss man dazu sagen, das war sehr wichtig, dass wir das dann getan haben, damals 1999. Denn einen Monat später, also wir waren gerade hier angekommen, in einer schönen, großen und völlig unpraktischen Altbauwohnung in der Südstadt, oder in Poppelsdorf hier um die Ecke, einen Monat später kriegte ich den Ruf nach Bayreuth.
Und das war, also man musste erstmal auf der Karte gucken. Ich selber wusste natürlich, worum es geht. Herbert Popp ist hier, wir hatten ja auch vorher drüber gesprochen. Ich hatte auch Lust auf eine damals noch C4-Professur. Aber als ich den ersten Besuch dann mit meiner Frau in Bayreuth organisiert hatte, ich hatte extra ein besonders nettes Hotel rausgesucht, aber das war alles keine gute Überzeugungsarbeit. Also Bamberg aus Kerstins Sicht war eher dann noch die Alternative, dort zu wohnen. Und daraus sind dann letzten Endes 12 Jahre geworden. Ich selbst habe mich an der Uni Bayreuth wohlgefühlt. Das ist eine überschaubare, aktive Universität, die es mir auch ermöglicht hat, diesen Afrika-Schwerpunkt in subsaharische Afrika zu tragen. Aber für Kerstin war das eine harte Zeit in einer gewissen Weise. Insofern, wir waren beide sehr froh, dass sich die Möglichkeit dann ergeben hat, wieder hier nach Bonn zu ziehen. Also insofern, das zeigt, es gab Härten, aber letzten Endes haben wir auch viel Glück gehabt. Und diesen Punkt Glück möchte ich jetzt hinübertragen in meinen zweiten Punkt, ganz kurz. Ich möchte mich bedanken bei einigen Menschen. Kerstin, zu dir komme ich noch. Aber erstmal möchte ich mich bedanken aus einer beruflichen Perspektive. Und darum bin ich riesig froh, dass alle drei Sekretärinnen der letzten 20 Jahre hier sind. Tanja Merkisch aus Bayreuth, dann Irene Hilmer hier aus Bonn und jetzt Valerie McCool. Und diesen Dank, wo ist es hier unten? Bin ich wieder? Gut. An die anderen Gruppen, mit denen ich viel zu tun hatte, ebenfalls möchte ich meinen Dank richten. Zunächst mal an die Mitarbeitenden, die Promovierenden. Ihr seid letzten Endes diejenigen gewesen, mit denen zusammen ich Forschung machen konnte. Forschung macht man nicht alleine, sondern gemeinsam. Ihr habt in einer gewissen Weise das Privileg gehabt, dass ihr wirklich unterwegs sein konntet. Meine eigene Zeit ist immer sehr begrenzt gewesen, aber ich habe uns da immer als Team begriffen und mir hat es viel Spaß gemacht, Wissenschaft zu betreiben mit wirklich interessanten jungen Leuten, die mit viel mehr Ideen oftmals rangehen, an die Forschung und Dinge ausprobieren. Und das ist ein gemeinsamer Prozess gewesen. Also ganz herzlicher Dank an die Promovierenden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich sehe auch da hinten irgendwo ist Michael, der die Sachen dann immer in wunderbare Karten umgesetzt hat. Also auch das als ein Beispiel dafür, wie man mit Teamwork weiterkommt. An die Studierenden mein ganz besonderer Dank. Jetzt die Kenia-Gruppe ist ja fast vollzählig hier vertreten. Das hat immer wieder riesig viel Spaß gemacht, mit Studierenden zu arbeiten. Ich kann sagen, ich habe unheimlich viel von ihnen gelernt. Sie vielleicht auch ein bisschen von mir, aber wir haben diese Dinge gemeinsam gemacht. Und das Entscheidende ist gewesen, es hat Spaß gemacht, so zu arbeiten. Also auch an Sie ganz herzlicher Dank. Schließlich mein Dank an die Kolleginnen und Kollegen. And our research partners, Boniface, you are some of the representative for quite a few partners all across the African continent. It's been a pleasure to cooperate with you. And I'm very happy to be here in Bonn at a very active and well-organized Department of Geography. So this is really a pleasure and a privilege to be here. Okay, und dann schließe ich noch meinen ganz besonderen Dank an meine Frau Kerstin. Also will ich keine langen Worte drum machen, das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn du mich nicht hättest reisen lassen und wenn du nicht auch immer wieder halt auch zurückgesteckt hättest. Das ist klar, ich habe oftmals wenig Zeit gehabt. Ich bin lange unterwegs gewesen. Teilweise waren das Reisen, die waren vielleicht zu lang, die wir da gehabt haben. Und insofern freue ich mich jetzt darauf, dass wir ein bisschen mehr auch Herren unserer eigenen Zeit sein werden. Und da tauche ich nochmal ab, Kerstin. Gut. Und mein dritter und letzter Punkt, was macht man denn als Seniorprofessor mit seiner Zeit? Rektor hat schon gesagt, nee, das ist, also nicht jetzt sich vor Arbeit drücken, das will ich auch nicht. Aber ein paar Dinge werden anders sein. Und ich nehme mir als Seniorprofessor
auf der einen Seite diese Verantwortung gegenüber meiner Universität sehr ernst. Das ist mir ein Anliegen und ist auch eine Leidenschaft, das zu machen. Also ich mache das gerne. Ist egal, ob ich dafür bezahlt werde oder nicht, das dürfte ich Ihnen jetzt vielleicht nicht sagen. Aber wenn man mit Spaß und Herzblut dabei ist, ist es für mich so, dass ich viele Dinge eigentlich gar nicht als Arbeit betrachte, sondern das ist selbstverständlich. Also, dass ich mich da einsetze. Und ich möchte zum einen, was das Private angeht, gucke ich wieder zu meiner Frau und meinem Sohn hinüber, ein paar Punkte sagen und dann aber auch, was ich mir vorstelle, jetzt in dieser Seniorprofessur zu machen. Also, wir haben jetzt eben 2 Stunden lang einen Rückblick gehört, jetzt nochmal 2 Minuten einen Blick nach vorne. Erstmal in Richtung Kerstin, meiner Frau. Also wir haben ja viel darüber gesprochen. Ich habe meine Dienstzeit ja schon einmal verlängert und jetzt nochmal 3 Jahre Seniorprofessur. Aber ich möchte schon, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen für Reisen und vor allen Dingen für Radtouren. Also das ist uns ein großes Anliegen. Und für die Radtouren, ich habe mir bereits zur Pensionierung was geschenkt, nämlich ein super tolles Gravelbike. Dafür passt also auch das Trikot von den aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz wunderbar. Wir wollen ein paar lange Radtouren machen. Ich möchte unbedingt mal von Bonn nach Portugal fahren. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Dazwischendrin sind die Pyrenäen, das soll nicht ganz einfach sein. Dazu gehört auch noch, auch das hatte ich meiner Frau versprochen, wir wollen uns wieder einen Hund zulegen. Der ist so in den letzten Jahren, war das einfach zeitlich nicht so richtig drin. Ich habe mich verpflichtet, dem Hund Manieren beizubringen. Also wenigstens 3 Befehle muss er können, wenn er dann alt genug ist. Und wir haben uns vorgenommen, auch ein bisschen öfter in Berlin zu sein, bei unserem Enkelkind und auch Kultur zu tanken. Und für mich selber, mein persönliches Vorhaben ist, vorhin wurde schon erwähnt, meine ursprüngliche regionale Heimat war im Mittleren Osten, Ägypten. Mein Arabisch ist ziemlich eingerostet, das möchte ich gerne wieder aufpolieren. Also ich freue mich, dass Lutz Richter Bernburg als Arabist hier mit dabei ist. Du kannst mich dann in 2 Jahren abprüfen, Lutz, wie weit ich gekommen bin. Was die Seniorprofessur angeht, habe ich eine Reihe von klaren Vorstellungen, was ich damit machen möchte und wo ich jetzt für mich selbst auch Schwerpunkte sehe, wo ich mich einbringen will. Also das ist eine Verlagerung jetzt auch von Engagement und Interessen. Eine Initiative, auf die ich große Hoffnung setze und von der ich begeistert bin, ist eine neue Cluster-Initiative, Envisioning Ethical Futures, von der ich begeistert bin, einfach deshalb, weil da eine Reihe von Ideen drin stecken und auch Leute da mitarbeiten, mit denen ich noch nie was zu tun gehabt habe. Also ich habe, muss ich gestehen, noch nie was mit katholischen Theologen zu tun gehabt oder mit Ethikern oder mit Artificial Intelligence. Und ich finde das einfach super spannend, an einer Universität zu sein, wo diese Leute zusammenkommen und miteinander darüber nachdenken, was man wirklich neu machen kann. Also nicht Dinge, die viele andere auch schon gemacht haben, sondern das ist absolut neu, wo wir da rangehen. Ich setze große Hoffnung darauf, das, was daraus wird, werde mich dafür zeitlich engagieren. Und wenn es was wird, umso besser, dann ist es auch eine Bereicherung für die Universität. Wenn es nichts wird zum Schluss, ist das für mich trotzdem keine verlorene Zeit, weil das einfach Spaß macht, da mitzuarbeiten und mich da einzubringen. Eine zweite Initiative, für die ich mich engagiere, und das wurde auch schon kurz erwähnt, ist eine Initiative, ein offener Brief, den wir geschrieben haben an die Forschungsministerin, DFG und DERA, die Präsidentinnen und Präsidenten, unter dem Stichwort Equitable Collaboration, also dass wir die Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen im globalen Süden, Bonifaz, auf eine andere Basis stellen müssen und dass wir darüber nachdenken müssen, wie man in einer globalisierten Welt tatsächlich global zusammenarbeitet. Unsere Erfahrung ist, dass vieles hier noch im Argen liegt, dass sich Strukturen zu langsam verändern. Ich bin sehr froh, dass die Universität Bonn sich da auch als Speerspitze begreift, zum Beispiel mit neuen Konstruktionen, was Arbeitsverträge und sowas angeht. Aber ich mache mir keine Illusionen darüber und auch die Mitunterzeichner dieses offenen Briefes darüber, dass das ein langwieriger Prozess ist und dass das schwer ist, das zu organisieren. Ich denke, von einer solchen Position als Seniorprofessor aus kann man das tun. Also ich will mich da aktiv einbringen. Ich freue mich auch, dass Dorothea Kleine hier ist, die als Professorin an der University of Sheffield Erfahrungen in der Richtung hier mit einbringt. Wir wollen versuchen, hier etwas zu bewegen, das nicht nur von Bonn aus, sondern für die ganze Scientific Community in Deutschland, und haben von DFG und DAAD in der Richtung bereits sehr Positives
Feedback bekommen. Also das wird mich in den nächsten Monaten, möglicherweise Jahre auch noch beschäftigen, dieses Engagement. Dann schließlich, das ist für mich Leidenschaft und ehrlich gesagt betrachte ich das gar nicht als Arbeit, die Forschung, in der ich in den letzten Jahren eigentlich sehr viel mehr Zeit für Management verbraucht habe, als nun für originäre Forschung. Das möchte ich jetzt wieder anders machen und selber nochmal Forschung betreiben von dieser Position aus als Seniorprofessor. Deshalb bin ich froh, 3 Jahre, das ist genau bis zum Ende der aktuellen Förderphase im Sonderforschungsbereich. Ich werde mich sehr engagieren für mein eigenes Projekt und darüber hinaus. Ich werde mich engagieren, dass dieser SFB in die nächste Phase kommt. Da verstehe ich mich mehr als Berater dann auch gegenüber der Projektleitung. Das wird mich sicherlich Zeit kosten, auch für Forschungsreisen in Ostafrika. Und ich bin sehr froh, jetzt gerade vor einer Woche, 14 Tagen, haben wir einen Zuschlag bekommen für ein weiteres EU-Projekt, das ich zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in UK und in Frankreich durchführen werde, ebenfalls in einer ähnlichen Richtung, wo es um Political Ecology und den Sahel gehen wird. So viel also. Sie sehen, das Leben ist noch nicht zu Ende mit der Pensionierung, sondern ich freue mich sehr, dass jetzt im Rahmen der Seniorprofessur ich Dinge anders machen kann. Schwerpunkte verschieben sich. Ich werde ein paar Dinge etwas zurückfahren, andere Dinge dann sehr intensiv betreiben können. Und unter anderem werde ich mich um meine eingerosteten arabischen Sprachkenntnisse kümmern. Und das Arabische ist jetzt das Stichwort, Sie alle, euch alle herzlich einzuladen zu einem arabischen Buffet unten in der Lobby, das ich jetzt sicherheitshalber nochmal kombiniert habe für alle, die nicht gerne arabisch essen, mit einem rheinischen Buffet, das ist auf der anderen Seite. Also herzlich willkommen, ich darf alle zu einem Glas Sekt zunächst mal und dann zum Buffet unten in die Lobby einrichten. Und nochmal ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Applaus